In Thüringen gibt es in 8 Städten verschiedenste Möglichkeiten für internationale Studierende, einen Abschluss zu erlangen. Doch wie geht es nach dem Studium weiter? Wir zeigen Ihnen Wege in den Arbeitsmarkt Thüringen. Thüringen ist ein tolles Land. Hier gibt es ganz hervorragende berufliche Perspektiven. In den nächsten Jahren werden viele Arbeitnehmer in Rente gehen, in Pension gehen. Und da sind die Karrierechancen sehr gut. Wir werden bis zum Jahr 2025 210.000 neue Arbeitskräfte benötigen. Und wir brauchen natürlich junge Leute, die diese Stellen wieder besetzen. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass hier sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen tätig sind, was typisch ist für Deutschland, auch die Möglichkeit, mich in meinem Unternehmen schnell zu entwickeln. Die Unternehmen sind in der Regel klein. Kein Riesenkonzern. Ich kenne den Chef noch persönlich, der sitzt vielleicht in der Kantine neben mir. Ich habe kurze Entscheidungswege und ich habe auch ein sehr familienfreundliches Klima im Unternehmen. Bin da schnell angekommen bei den Kollegen. Es gibt viele Möglichkeiten in Thüringen, einen guten Job zu finden. So auch bei der Analytik Jena AG. Doch welche Wege gehen dabei die Thüringer Unternehmen? Ja, bei der Suche nach neuen Mitarbeitern gehen wir verschiedenste Wege. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir unsere Stellenausschreibungen online veröffentlichen. Einmal nutzen wir natürlich da unsere eigene Homepage, aber auch einschlägige Online-Jobbörsen. Darüber hinaus arbeiten wir mit der Agentur für Arbeit zusammen, nutzen Initiativbewerbungen, die wir bei uns in unserem Talentpool hinterlegt haben. Oder gehen auch Hochschule- und Karrieremessen, vorrangig auch hier im lokalen mitteldeutschen Raum. Ist die erste Hürde erfolgreich genommen und Sie werden zu einem Gespräch eingeladen, spielen neben der fachlichen Kompetenz und praktischen Erfahrungen auch viele weitere Kriterien eine entscheidende Rolle. Also ich setze eher so auf das Thema emotionale Intelligenz. Das heißt, jemand muss für ein Thema brennen. Ich muss Leidenschaft haben, gerade in den Bereichen, wo wir drin sind, mit neuen Technologien, Internet, alle sind miteinander vernetzt, brauche ich halt eine Leidenschaft für dieses Thema. Und wenn da das Thema Leidenschaft halt nicht da ist, habe aber auf der anderen Seite vielleicht einen super Abschluss in Mathematik, dann nützt uns das vielleicht nicht unbedingt viel. Das heißt, man muss für ein Thema brennen und das ist für mich total wichtig. Und das muss für mich auch im Bewerbungsgespräch dann rüberkommen, dass jemand wirklich auf ein Thema richtig, richtig Bock hat. Wer als bei Zeiss anfangen möchte, der sollte sehr flexibel sein, Mobilität auch mitbringen, sollte auch Eigeninitiative zeigen und auch methodische Fähigkeiten mitbringen. Das ist je abhängig nach der Stelle. Wir möchten auch, dass die Absolventen oder Anfänger bei uns oder Einsteiger schon gerne ein Praktikum gemacht haben oder Berufserfahrung auch wenn es nur im Rahmen von Praktika oder einer Abschlussarbeit ist, schon mitbringen. Marina und Mohammed gehen genau diesen Weg. Während Mohammed aus dem Kosovo noch studiert und parallel als Werkstudent bei Siemens Healthcare in Ruderstadt arbeitet, hat Marina aus Russland ihr Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena bereits abgeschlossen und eine Stelle bei Zeiss gefunden. Ich habe viele Initiativbewerbungen geschrieben, ich habe mir im Internet verschiedene Firmen angeschaut, was bieten sie so an. Und da habe ich mich beworben, unter anderem bei Zeiss, und ich habe den Platz bekommen. Dann habe ich mich hier für ein Praxissemester beworben, hier bei Zeiss. Die haben mich auch genommen und dann durfte ich meine Bachelorarbeit hier schreiben, auch in der Abteilung. Das heißt, das hat so gepasst im Grunde. Und nach der Bachelorarbeit wurde ich eingeladen bzw. wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier zu arbeiten. Natürlich habe ich yeah gesagt. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt, weil das eine neue Erfahrung für mich war. Aber mit netten Menschen und guter Führungskraft da hatte ich eine leichte Einarbeitung. Und nach 2 Wochen bin ich schon mit meinen Aufgaben ziemlich gut klargekommen und es lief alles wunderbar. Anastasia aus Russland ist über eine Stellenanzeige auf die BSS Business Software Solutions GmbH aufmerksam geworden und arbeitet hier nach erfolgreicher Bewerbung als Webentwicklerin. Nicht nur für sie hat dabei das Sprachniveau eine entscheidende Rolle gespielt. Ich war arbeitssuchend und habe Stellenanzeige gesehen, was mich sehr interessiert hat. Also die Firmenprofil hat mich angesprochen und die Aufgabenbereich auch. Und ich habe mich ganz normal beworben und war in einem Bewerbungsgespräch und ja,
jetzt bin ich hier. Ich war natürlich aufgeregt, weil andere Sprache, wenn man das doch Fremdsprache spricht, es macht zusätzlich mehr aufgeregter als hätte, ja, aber ich war neugierig und positiv gelaunt und deswegen wahrscheinlich hat es gut funktioniert bei mir. Dadurch, dass Thüringen eine kleine und mittelständische Struktur hat, ist es in Unternehmen, die hier am Standort sitzen, extrem wichtig, gut Deutsch zu können. Es ist eben nicht wie ein Großunternehmen, das in Frankfurt oder Hamburg sitzt, wo ich vielleicht sofort auf Englisch umswitchen kann in einer Besprechung. Das ist hier nicht der Fall. Ich muss gut Deutsch können, um mich im Unternehmen verständigen zu können, aber auch um Smalltalk auf dem Flur machen zu können, mit meinen Kollegen beim Kaffee trinken auch. Einfach in Austausch zu kommen, sie besser kennenzulernen. Und ich denke, Deutsch zu lernen, das gilt aber auch für uns, wenn wir ins Ausland gehen, das ist einfach eine Notwendigkeit, um sich auch persönlich einleben zu können. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich am Standort, an dem ich lebe, auch die Sprache beherrsche. Und nichts ist besser, als das persönliche Gespräch so oft wie möglich zu suchen, denn dann intensiviere ich einfach meine Sprachkenntnisse und dann macht es auch immer mehr Spaß. Deutsch ist sehr wichtig, weil wenn man Deutsch dann beherrscht einigermaßen, dann kann man sich auf Inhalte konzentrieren, weil sonst ist es eine Doppelbelastung und das schafft man nur sehr, sehr, sehr schwer. Man kommt ganz anders rüber, also man kann mit den Kollegen ganz anders kommunizieren, man wird auch anders wahrgenommen, das ist schon wichtig, also das kann ich auch bestätigen, es ist sehr wichtig. Unterstützung im Bewerbungsprozess bieten zum Beispiel das Welcome Center Thuringia in Erfurt oder die Agentur für Arbeit mit verschiedensten Angeboten, um ihre Chance auf eine erfolgreiche Bewerbung signifikant zu erhöhen. Also für eine gute, erfolgreiche Bewerbung ist wichtig, dass Sie Ihre bisherigen Stationen in der Ausbildung, aber auch besonders Ihre praktischen Erfahrungen darstellen, dass Sie es eine chronologische Reihenfolge bringen, dass Sie Ihre weiteren sozialen Kompetenzen gut darstellen, auch mit einem motivierenden Anschreiben unterstützen. Warum wollen Sie in die Firma gehen? Was ist auch das Besondere, was Sie mitbringen für die Unternehmen? Warum sollen ausgerechnet Sie eingestellt werden? Das Zweite ist, dass der Lebenslauf vollständig ist, dass alle beruflichen Stationen, alle Praxiserfahrungen mit erfasst sind und auch Ihre Abschlüsse vollständig darin stehen. Und denken Sie auch immer daran, dass die Abschlüsse für die deutschen Arbeitgeber verständlich sein müssen. Nicht jeder Arbeitgeber weiß, was ein Abschluss zum Beispiel in einem afrikanischen Land oder in einem südamerikanischen Land bedeutet. Das Allerwichtigste ist Eigeninitiative. Gefragt ist jemand, der sich engagiert, der guckt, wo kann ich ein Praktikum machen. Und die Überlegung, bleibe ich hier am Standort, finde ich ein passendes Unternehmen, die fängt eben nicht mit dem Studienabschluss an, sondern früher. Schon während des Studiums bekomme ich ganz, ganz viele Möglichkeiten, Vertreter von Unternehmen persönlich kennenzulernen. Die Hochschulen veranstalten Firmenkontaktbörsen, die Agentur für Arbeit oder die LEG oder viele andere Anbieter veranstalten Absolventenmessen. Das ist die beste Möglichkeit, um schon mal ein persönliches Gespräch mit einem Vertreter der Personalabteilung eines Unternehmens zu führen und mich persönlich bekannt zu machen. Ich würde einfach sagen, man sollte authentisch sein. Man sollte sich gut vorbereiten. Unternehmen stehen irgendwo drauf, dass man sich damit befasst hat, dass man einfach weiß, was tut das Unternehmen. Ja, und ansonsten sollte man einfach vielleicht rüberbringen können, dass man sich für den Job interessiert, dass die Tätigkeit, die man sich da ausgeguckt hat, absolut zu einem passt. Und das ist es eigentlich schon. Die Herkunft spielt dabei auch keine Rolle. Bei meiner Stellensuche und habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich wurde aufgrund meiner Herkunft ist, nicht teilgenommen oder nicht eingeladen. Deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig, an sich selbst zu arbeiten, an sich selbst zu glauben und nicht denken. Ich glaube, das schlimmste Sache, wenn man denkt, naja, ich bin Ausländer, es wird sowieso nichts, oder es wird schwieriger. Es wird natürlich schwieriger, aber wenn man glaubt, dann wird es alles klappen. Sergej, Anastasia, Marina, Mohammed und viele andere sind die ersten Schritte in den Thüringer Arbeitsmarkt erfolgreich gegangen und längst angekommen. Sie schaffen das auch.
In Thüringen gibt es viele Möglichkeiten zu studieren und auch nach dem Studium zu arbeiten. Man bekommt viel Unterstützung durch verschiedene Institutionen und es lohnt sich. Ich würde allen ausländischen Studenten und Absolventen auf jeden Fall Folgendes mit auf den Weg geben. Deutsch lernen, im Studium fleißig sein, Initiative ergreifen und auf jeden Fall nicht aufgeben. Selbst wenn irgendwas schief geht, nicht aufgeben, weitermachen.